willkommen. Ich bin Sabine von Biene Stempetlück. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, bei unserem letzten Teamtreffen hatten wir das Thema Drachenkarten basteln. Und ich finde, dieses Thema passt super toll in diese Jahreszeit und deswegen habe ich mir überlegt, dann bastel ich das heute auch mal mit dir zusammen. Ich stelle dir mal die Karte vor, die wir während des Teamtreffens gebastelt hatten. Und zwar ist es diese hier. Die habe ich mit dem Designerpapier Schöne Natur gebastelt bzw. dekoriert. Und ich habe Farbkarton in Zimtbraun genommen. Verschließen lässt sie sich mit Hilfe eines Magneten und so schaut sie von innen aus. Das ist also die Variante, die wir während des Teamtreffens unter anderem gebastelt haben. Für heute möchte ich gerne statt einem Blatt Designerpapier hier mit drei Abschnitten arbeiten. Hier habe ich das Designerpapier Ewiges Eden verwendet aus der kommenden neuen Kollektion. Das geht ja am 2. November geht das ja an den Start. Dann können wir aus dieser neuen Produktreihe bestellen. Und ja, damit habe ich diese Karte gestaltet und von innen schaut sie so aus. Und jetzt möchte ich gerne eine Drachenkarte in Espresso basteln. Da habe ich dieses Stück Farbkarton mit den Abmessungen 28 x 10,2 cm. Dann nehmen wir ein Stück Designerpapier, Herbstwunder. Und zwar soll das hier auf die Vorderseite kommen, also hier vorne. Und da brauchen wir ein Stück mit den Abmessungen 9,2 x 8,8 cm. Dann noch ein Stück, auch dieses Design, mit den Abmessungen 9,5 x 4,1 cm. Für innen möchte ich gerne dieses Design nehmen und das hat die Abmessungen 13,5 x 9,7 cm. Und für die Innenkarte, also hier zum Hineinschreiben eben, ein Stück Farbkarton in Vanille pur mit den Abmessungen 13,5 x 9,7 cm. Das sind alle Papiere, die wir benötigen. Aber wir starten jetzt erstmal mit der Grundkarte. Und die falzen wir einmal an der langen Seite bei 14 cm. Und der Papierschneider kann weggelegt werden. Ich habe hier jetzt eine Skizze mal liegen. Da kannst du alles besser drauf erkennen. Also das ist jetzt hier unser Farbkarton. Und jetzt müssen wir Markierungen setzen. Ich nehme da mal das Lineal, einen Bleistift. Und jetzt setzen wir uns hier oben. Oder ich fange mal hier unten an, da kann ich es komme ich besser ran, bei 5,1 eine Markierung. 5,1 und zwar oben und unten. So. Das sind also die beiden Markierungspunkte hier oben und hier unten. Dann an der langen Seite jeweils bei 9,5 cm. 9,5, das wäre hier. Und zwar oben und unten. Hm.
9,5. Und auf der Seite genauso, bei 9,5 cm eine Markierung setzen. Einmal da und hier. Und jetzt nehme ich wieder das Lineal und verbinde hier an der langen Seite und da oben an der kurzen Seite unsere Markierungspunkte. Einmal so und dann auch von der Seite. Und hier genauso auf der Seite. Einmal hier ansetzen und dann zur nächsten diagonalen Markierung den Strich ziehen. Und unser Papier schaut so aus. Wir haben also jetzt diese Punkte schon mal gesetzt. Und jetzt müssen wir diesen Markierungspunkt und diesen Markierungspunkt diagonal verbinden mit einer Falz. Da nehme ich jetzt mal meinen Papierschneider. Man kann das auch per Hand machen mit dem Falzbein. Aber ich mache es jetzt so. Also, die beiden Punkte diagonal falzen. Einmal so. Und genauso rum auf der anderen Seite. Hier bei 9,5 wieder ansetzen. Und na, so. Also hier die Markierung und da oben die Markierung. Jetzt diagonal miteinander verbinden. Und das Ganze schaut so aus. Ich hoffe, du kannst es jetzt erkennen. Und jetzt können wir hier unsere Mittelfalz einmal nachfalzen. Dann nehme ich mir mal den Farbkarton und drücke das Ganze hier rüber, sodass wir diese diagonale Linie jetzt nachfalzen. Einmal so und auch die andere Richtung, diese Diagonallinie. Und das auch wieder mit dem Falzbein nachfalzen. Und das Ganze schaut jetzt so aus. Und jetzt können wir hier mit, also die Linien, die wir mit dem Bleistift gezogen haben, können wir jetzt wegschneiden. Entweder per Hand oder aber mit dem Schneidebrett. Ich mache es jetzt mal mit der Hand, also mit der Schere, einmal so. Und das Ganze hier auch wegschneiden. Und auf dieser Seite genauso. Und dann haben wir unsere Karte in Drachenform auch schon fertig. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Und wenn wir jetzt hier reingehen und das Ganze zusammendrücken, also hier an den Seiten, hier, dann ist unsere Karte fertig. Und wir können noch mal alles schön nachfalzen mit dem Falzbein. Ja, und das war jetzt schon mal das Schwierigste. Außen soll ja dieses Motiv angebracht werden. Das können wir jetzt mal weglegen. Und da müssen wir uns auch Markierungen setzen. Wo ist mein Lineal? Und dann nehme ich einmal hier das kleinere Stück
Und die lange Seite, die wird jetzt markiert bei 4,75. 4,75. Das ist, na, ich muss mal gucken, mal richtig rübergehen. 4,75. So, da habe ich jetzt die Markierung gesetzt. Und jetzt schneiden wir, dann nehmen wir wieder unseren Papierschneider. Hier ist die Markierung 4,75. Und jetzt schneide ich hier diagonal rüber in die Ecke. Lege es ordentlich ein. Das wäre das erste. Und jetzt in die andere Diagonale hineingehen. Und wir haben unser Oberteil schon mal geschnitten. Das wird nämlich jetzt hier angebracht werden gleich. Und jetzt brauchen wir noch das größere Stück und die 9,2 Zentimeter Seite, also hier oben jetzt. Da setzen wir eine Markierung bei 4,6 Zentimeter. Ich mache das jetzt mal so, das kannst du vielleicht besser sehen, also 4,6. Und von der Markierung gehen wir wieder runter bis in die Diagonale, also bis in die Ecke hier. So. Ich setze meinen Schneider hier mittig an, weil wir sonst die Spitze zerstören würden. So, das ist dann unser erstes Blatt, das wir halt benutzen. Und jetzt schneide ich nochmal wieder ab dem Markierungspunkt diagonal in die Ecke. Und wir haben unser zweites Blatt. Und das Ganze schaut dann so aus. So wird es angebracht. Das können wir eigentlich auch schon mal gleich hier anbringen. Also wie gesagt, es wird jetzt hier so hinaufgeklebt und ich zeige es dir nochmal bei dem anderen Beispiel. Ich möchte ja jetzt diese Drachenkarte so gestalten und dass wir auch ein wenig Abstand zwischen den einzelnen Blättern haben. Und das Ganze wird dann so hier angebracht. Damit das aber richtig auffliegt, können wir als erstes einmal mit einem Magneten unsere Karte befestigen. Dann ist es einfacher. Ich habe hier diese Scheibenmagnete. Da mache ich es folgendermaßen. Ich setze mir jetzt hier innen so ungefähr den Magneten drauf und klappe dann um und schaue, dass auch alles ordentlich zusammengeführt ist und der Magnet verschließt die Karte. So schaut das aus und jetzt können wir unsere Teile hier anbringen. Also einmal so. Und die beiden so. Und dass wir da eben einen gewissen Abstand haben. Das können wir jetzt mal machen. Ich nehme dafür Flüssigkleber. So schaut das Ganze jetzt aus. Und dann können wir hier als erstes schon mal unsere Deko machen. Der Spruch stammt aus dem Stempelset für alle Zeit, den ich jetzt verwenden möchte. Und zwar für dich
weil du mich so oft zum Lächeln bringst. Den finde ich schön. Dafür brauchen wir Farbkarton in Vanille pur. Wir benötigen unser Stempelkissen in Espresso. Den Stempelabdruck habe ich hier. Und dann können wir das auch gleich ausstanzen. Aber da wir gerade... Ach nee, wir machen das jetzt einfach mal. Ich möchte gerne mit den Stanzformen lagenweise Kreise den Spruch ausstanzen. Und dann nehme ich den 1, 2, den drittgrößten. Der passt nämlich ganz gut. Und dann möchte ich auch einen gewellten Kreis haben. Und das wird dieser sein. Genau. Das ist der 1, 2, 3, der viertgrößte gewellte Kreis. Und dafür brauchen wir Farbkarton in Espresso. Und jetzt kommt unsere Stanz- und Prägemaschine zum Einsatz. Und dann nehme ich mir einmal den Spruch. Und das können wir gleich mit ausstampfen. Die Maschine kann wieder weggestellt werden. Und dann schauen wir, ob alles hier ordentlich ist. Ja. Das kann wieder weg. Das können wir eigentlich gleich da schon anbringen. Dann nehme ich Flüssigkleber. Und das Ganze kommt hier rauf. Und wir bringen es mit Dimensional hier an. Dann nehme ich 4 Stück. Und oder 3, das reicht auch. Und dann haben wir die Vorderseite schon mal fertig. Und wir setzen es uns hier mittig rauf. Ja, das sieht schon mal sehr schön aus. Und da unten können wir nachher auch eine Schleife anbringen. Aber wir brauchen jetzt erstmal Verkleidung für innen. Und da haben wir ja noch unsere beiden Papiere, die wir schon zugeschnitten hatten. Ich fange jetzt mit dem Papier in Vanille pur an. Und da werde ich mir oben, also die kurze Seite, bei 4,85 eine Markierung setzen. Das mache ich wieder mit dem Bleistift. Oben und unten. Ich hole das mal hier weiter rüber. Und an der langen Seite bei 4,3. 4,3. Und da auch wieder oben und unten, beziehungsweise links und rechts. Und dann werde ich das hier gleich wegschneiden, diagonal. Und hier lege ich die Spitze wieder ein, unsere Markierung. So. Und das gleiche machen wir hier. Hier wieder die Markierung einlegen in die Schneidelinie. Und schneiden.
Und jetzt nochmal diese Seite und hier oben. Und fertig haben wir wieder unsere Drachenform. Und das wird unser Einleger sein. Und da wir unser Schneidebrett hier haben, können wir gleich für innen hier auch diese Form zurechtschneiden oder dieses Blatt. Und da liegen wir auch wieder bei 4,85 das Ganze hier rein oder an. 4,85 und wieder oben und unten die Markierung setzen und an der Seite bei 4,3. An der langen Seite 4,3 und wieder hier oben Markierung setzen und hier unten. Und auch da schneiden wir jetzt wieder weg. Hier ist unser Markierungspunkt oben an der kurzen Seite. Und wir schneiden wieder diagonal rüber. Das gleiche hier. Unsere Markierung, man sieht es jetzt schlecht, aber hier ist die Markierung wieder. Und dann nochmal von dieser Seite rüber zur kurzen Seite. Und dann nochmal mit diesen Markierungspunkten. Und auch hier haben wir jetzt wieder unsere Drachenform. Dann können wir hier mal unsere Markierungspunkte wegradieren wieder. Und das Ganze jetzt schon mal einkleben. Auf meiner Website werde ich auch die Skizzen zur Verfügung stellen. Da kannst du gerne nochmal genau nachschauen, wie das Ganze eben, also wo die Markierungspunkte sind und wie die Linien gezogen werden müssen. Aber jetzt hier zum Einkleben. Das passiert jetzt folgendermaßen. Also einmal hier kommt dieses Design rein und hier würde jetzt der Farbkarton in Vanille pur reinkommen, den ich aber noch mal gerne bestempeln möchte. Und zwar gibt es in dem Stempelset Wundergeschehen diesen Stempelabdruck, den nehme ich einmal. Und aus diesem Stempelset für alle Zeit nehme ich das Hallo. Und das möchte ich hier gerne aufstempeln. In Espresso einmal das Hallo. Das kommt hier so ungefähr hin. Und in Brombeermus möchte ich gerne dieses Motiv hier stempeln. Da brauche ich aber eine Unterlage. So. Und dann dann können wir es, ja, so wie du es möchtest, ich werde es jetzt hierhin platzieren. Das kann weg. Und jetzt können wir alles hier einkleben. Das mache ich wieder mit Flüssigkleber. So, und dadurch ist unser Magnet auch verdeckt und es sieht alles richtig schön sauber und ordentlich aus. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch die Rückseite noch bekleben. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich finde, es reicht so auch. Jetzt möchte ich hier noch gerne ein Schleifenband anbringen und da habe ich mir in Vanille pur dieses Band genommen. Dann nehmen wir einen Glue Dot
oder eben Flüssigkleber. Ich mache es jetzt mal so und setze mir das Band hier rauf. Ich muss noch mal einmal kurz alles ein wenig kürzen. Und fertig ist unsere Drachenkarte. Und ich weiß gar nicht, ich muss mal schauen. Ich habe hier noch diesen Strassschmuck in Champagner. Muss ich mal gucken, ob mir das zu viel wird oder ich könnte hier einen Stein reinsetzen. Ja, das sieht eigentlich sehr schön aus. Das reicht aber schon. Und fertig ist unsere heutige Drachenkarte. Ich finde die total witzig. Ich kann mir auch gut vorstellen, so für Kinder zum Beispiel mit kindlichen Motiven. Das würde bestimmt auch sehr, sehr schön aussehen. Und wenn man möchte, kann man eben auch ja, mehrere Schleifen. Also hier habe ich eine Kordel genommen. Das kann man natürlich auch machen. Aber das ist unsere heutige Variante der Drachenkarte. Ja, das war unser heutiges Projekt. Wir sind wieder durch. Eine Drachenkarte, ja, die finde ich super in diese Jahreszeit passt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du viel Spaß hattest beim Zuschauen. Und nun wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Hab eine schöne Zeit, bis zum nächsten Video. Bis dann, deine Biene von Biene Stempelglück. Tschüss.